Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und ich habe hier jede Menge neue Winkelschleifer auf dem Tisch. Die schauen wir uns auch an, aber viel wichtiger ist das hier, das Zubehör, was wir hier haben. Und zwar mit diesem Zubehör kannst du nahezu staubfrei arbeiten. Das ist der Hammer und das möchte ich heute auf jeden Fall mal zeigen. Wir schauen uns gleich mal kurz die neuen Winkelschleifer an, aber eigentlich geht es hier drum. Denn mit der GDE 125 EAT und FCT habt ihr den Vorteil, dass ihr nahezu wirklich staubfrei arbeiten könnt. Und das ist der Hammer, denn ihr kennt das doch. In dem Winkelschleifer arbeitet im porösen Material wie Fliesen oder Steine oder ähnlichem und überall habt ihr den Staub, legt sich überall nieder und ihr müsst das Ganze alles wieder sauber machen, putzen und so weiter und so fort. Und hiermit habt ihr das nicht, da kommen wir aber gleich zu. Ich habe hier ja jede Menge Winkelschleifer auf dem Tisch. Aber das sind noch gar nicht alle Neuheiten, die es gibt von Bosch Professional. Es gibt noch viel mehr, das ist nur eine Auswahl. Warum es noch viel mehr als die hier gibt, da kommen wir gleich dazu. Denn wir haben hier im Wesentlichen eigentlich zwei neue Geräte. Und zwar den GWS bzw. GWX, auch das kommen wir gleich nochmal zu, den 14er und den 17er. Das heißt, nehmen wir jetzt zum Beispiel den hier, den 17er. Davon gibt es verschiedenste Varianten. Es gibt den GWS mit einer normalen Aufnahme, wie diese hier, die Standardaufnahme. Oder es gibt den 17er auch als GWX mit dem X-Log, also mit X-Log-Aufnahme. Ja, hier, Thema X-Log kennt ihr, oder? Ich zeige euch das mal hier am 14er, denn auch den 14er gibt es entweder hier als GWX mit X-Log, so, hier Scheibe raus und Scheibe, man sieht, wieder rein, GWX. Und auch den gibt es als GWS mit der herkömmlichen Aufnahme. Das heißt, ihr könnt da schon mal unterscheiden, GWX oder GWS. 125 steht für den Scheibendurchmesser. Es gibt natürlich das Ganze auch nochmal hier als 150er, ja, für 150er Scheiben und so weiter und so fort. Aber was sind eigentlich die Unterschiede zwischen dem 14er und dem 17er? Hier nochmal der 14er, hier der 17er. Ist ganz offensichtlich die Zahl. Und zwar 14 steht für 1400 Watt, 17 steht für 1700 Watt. Das heißt ganz klar, der hier hat einfach mehr Bums, hat mehr Kraft, der 1700er. Aber es gibt noch eine Menge andere Unterschiede. Und zwar Nummer 1 sind hier diese Haube. Wir haben hier beim 14er im Gegensatz zu herkömmlichen Winkelschleifern und übrigens ganz wichtig, wenn ihr sowas macht, immer mit ausgezogenem Kabel arbeiten. Viele herkömmliche Winkelschleifer haben natürlich das hier, was ihr kennt, einfach nur diese Schutzhaube, ja, die wir hier bei dem Gerät auch wunderbar übrigens auch stufenlos hier verstellen können. Ja. Hier haben wir einen Riegel, den wir lösen können und dann verstellen wir es einfach. Aber hier haben wir zusätzlich nochmal so eine Schutzhaube, die wir hier aufbringen können. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir den Vorteil, dass es hier mehr geschlossen ist und dadurch das Material nicht so sehr nach außen kommt, sondern eher nur die Richtung nach unten hat. Ja? Ihr alle kennt das, hier habt ihr irgendwelche Späne, die knallen hier raus und dann gehen sie irgendwo in der Gegend rum. Das ist beim 14er. Beim 17er haben wir noch eine andere Möglichkeit und zwar haben wir hier eine Schutzhaube aus Metall. Die können wir hier entsprechend auch lösen. Moment, so. Und können das ganz einfach abnehmen. So, Moment, ich zeige euch das mal. Hier das Ganze aus Metall ist natürlich viel wertiger und robuster und natürlich auch langlebiger. Das Teil aus Kunststoff könnte natürlich sein, dass es mit der Zeit sich abnutzt oder einfach mal auch die Zeit nicht überlebt. Das hier aus Metall ist da schon auf jeden Fall für die Dauerlast ausgestattet. Und ihr seht auch hier, ich kann es ganz einfach nehmen, ja, rauf, ab und habe hier wirklich ein schönes, einfaches System auch, wo es sehr schnell am Gerät dran ist. Ein weiterer Unterschied beim 17er ist genau dieses Teil. Und zwar haben wir hier ja den Motor und der Motor saugt hier hinten Frischluft an, um sich zu kühlen. Das passiert aber, dabei passiert aber Folgendes, und zwar, dass hier hinten natürlich Staubpartikel mit eingesaugt werden können. Und dafür wird beim 17er das hier mitgeliefert. Ja, dieses Teil kann einfach hier hinten drauf gesteckt werden, so, und dann haben wir hier eine Filterwirkung und hier kann nicht mehr der grobe Schmutz mit durch den Motor gezogen werden. Auch ein großer Unterschied. Das waren jetzt die wesentlichen Unterschiede zwischen dem 14er und dem 17er. Ansonsten ist es so, dass sie jede Menge weitere Komfortfunktionen haben, wie Sanftanlauf, Kickback-Control, wie Sicherheitsabschaltung und so weiter und so fort. Eine ganz tolle Sache ist übrigens noch etwas, und zwar der Antivibrationsgriff. Wir haben hier einen Griff, der entsprechend dafür da ist, um Vibrationen von deinem Handgelenk fernzuhalten. Noch ein wichtiger Hinweis, was heißt eigentlich S und TS? Also was GWX und GWS
GWS bedeuten, habe ich dir vorhin erklärt. Das heißt hier nochmal zur Sicherheit, das hier ist GWX, das heißt wir haben hier die X-Log-Aufnahme und hier haben wir einmal GWS. Wir haben die normale Aufnahme. Ansonsten ist es so, dass wir hier auch zwei verschiedene Typen haben, und zwar einen S und einen TS. Also es gibt zwei verschiedene Typen nochmal. Was ist aber der Unterschied zwischen den beiden? Und zwar der S ist erstmal der normale, mit dem du entsprechende Drehzahlen, das Maximale an Drehzahl auch hinbekommst. Der S ist dafür da, um entsprechend zu trennen, ja? Um recht schnell Dinge trennen zu können. Ja, das ist seine Hauptfunktion. Du kannst auch damit schrubben, das ist auch kein Problem, aber es gibt den TS. Beim TS ist es so, dass die maximale Drehzahl etwas reduziert ist, also er dreht nicht ganz so schnell, hat dafür ein anderes Getriebe und dieses Getriebe ist dafür ausgelegt, um die maximale Kraft zu haben. Und die maximale Kraft brauchst du, um konstant bei der Drehzahl zu bleiben, um zu schrubben, um entsprechend hier eher Kraft auszuüben auf das Material und dann da zu arbeiten. Natürlich kann der TS auch wunderbar Dinge trennen, auch das Ganze sehr schnell. Noch ein Tick besser kann das aber der S. Oder du schrubbst viel, dann nimmst du halt den TS. Und jetzt wollen wir endlich mal trennen und mal schauen, wie gut unsere Absaugungen sind. Schauen wir uns jetzt mal die Absaugung an. Und zwar haben wir hier die GDE 125 EAT, das heißt für 125 mm. Und wir haben hier Folgendes, wir haben hier unten erstmal keine Laufrollen. Ich zeige dir das Ganze auch nochmal im Detail. Dann haben wir hier den GDE 115 125 FCT. Hier haben wir Folgendes, und zwar haben wir hier Laufrollen, um besser entsprechend durchs Material entlang zu fahren, vielleicht auch eher. Und wir können hier zwei verschiedene Größen reintun, 115 und 125er. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden. Vom Preis her ist es so, dass beide, oder der hier liegt etwa so bei 60 Euro, der hier so etwa bei 70 Euro. Und natürlich findest du übrigens alle Geräte, auch die ganzen Winkelsteifer heute, sowie auch die Absaugung unten in der Videobeschreibung, wie immer im ehrlichen Preisvergleich. Schauen wir uns erstmal den GDE 125 EAT an. Wir haben hier erstmal die Möglichkeit, das aufzumachen. Ja? Und wie ihr dann jetzt hier seht, viel ist da jetzt gar nicht zu sehen, sondern hier spannen wir gleich den Winkelschleifer ein, ja? Können das dann hier entsprechend schließen. Und hier sehen wir, können wir auch die Höhe regulieren. Das heißt, wir können ganz einfach hier drauf drücken und dann die Höhe so einstellen, ja, wie wir es entsprechend brauchen. Wichtig ist, hier haben wir unseren Absaugschlauch dran und auch nochmal, wo fahren wir entsprechend eigentlich entlang. Dafür haben wir hier einen Anschlag. Das heißt, wir sehen genau, wenn wir uns einen Strich ziehen, hier fahren wir entsprechend dann entlang. Die wichtige Frage ist, wie passt der Winkelschleifer denn eigentlich hier rein? Ich zeige es dir. Erst einmal, wenn wir den normalen Winkelschleifer haben, müssen wir das hier abnehmen. Das heißt, wir müssen diesen Schutz hier erstmal abnehmen. Dann nehmen wir hier unseren GDE, ja, machen ihn auf, so. Dann nehmen wir das hier und klappen es nach oben, das ist die Spange, um dann entsprechend den Winkelschleifer wieder festzuziehen. Dann nehmen wir das Gerät selber, dann kann man ihn einfach hier reinsetzen und so reinklicken und dann kommt hier der Verschluss hier rein. Und diese Feder hier muss einhaken, hier, so. Jetzt ist es wirklich hier ordentlich verbunden. Dann kann ich ihn einfach nehmen und dann hier in der gewünschten Tiefe einstellen und schon kann ich damit arbeiten. Beim anderen haben wir ein kleines bisschen mehr Arbeit, aber dafür ist das Gerät an sich auch nochmal wesentlich robuster. Schaut erstmal hier, wir haben ja hier jetzt das Gerät, was ich euch schon gezeigt habe. Auch hier können wir auch wieder die Höhe einstellen. Ja, schaut mal so, Moment, wir machen das hier so. Hier haben wir auch wieder die Möglichkeit einzustellen und so weiter. Aber schaut mal auf die andere Seite. Ja, das hier ist massives Material und hier ist in Summe etwas robuster und wir haben hier die Rollen, mit denen wir das Ganze hier entsprechend dann verfahren können. Ja. Wir haben übrigens auch hier eine Anzeige, schaut mal hier vorne, da wo hier dieser Dorn ist, ich zeige es euch mal so, da wo dieser Dorn ist, auch da fahren wir entsprechend entlang und da muss unser Bleistiftstrich sein. Die Frage ist jetzt aber, wie bringe ich das Ganze an? Da muss ich diesmal etwas mehr machen. Ich habe hier wieder unseren GWX, das heißt X-Log. Erstmal müssen wir die Scheibe abnehmen, dazu brauchen wir wieder, wie immer, ihr kennt das hier, nur das Ganze ziehen, Scheibe ist ab. Dann müssen wir den Schutz hier komplett abnehmen, so. So, Schutz ist ab, Scheibe ist ab, dann müssen wir den Winkelschleifer nehmen, hier einrasten, so, hier rein, vorher, Moment, etwas vergessen, erstmal den Griff abnehmen, auch das, also ihr seht, es ist ein bisschen mehr Heckmeck, aber es lohnt sich.
Jetzt nehmen wir das Ganze ab. Jetzt eingerastet und hoch. So, und klick. Ja, habt ihr es gesehen? Hier, es macht einmal klick. So. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir nehmen jetzt den Griff und damit fixieren wir dann das Ganze. So. So, und jetzt haben wir es einfach eingestellt und jetzt können wir damit entsprechend arbeiten. Und wir werden jetzt mal Folgendes machen. Ich nehme jetzt einen normalen Winkelschleifer, einen von denen hier, ohne weitere Schutzhaube, also ohne Absaugung. Mache hier mal einen kurzen Schnitt, damit ihr seht, wie entsprechend hier Staub entsteht. Und dann werden wir mal mit den beiden Absaughauben genau dasselbe machen und dann seht ihr den Riesenunterschied. Ich muss sagen, das hat schon richtig Spaß gemacht, beziehungsweise eigentlich auch nicht, denn ohne die Absaugung zu arbeiten, das habe ich als erstes gemacht, das hat keinen Spaß gemacht. Da war ein Staub hier im Raum. Ich mag das immer gar nicht, deswegen habe ich nur ein kleines Stückchen gemacht, um euch das zu zeigen. Was man aber übrigens gesehen hat bei allen Schnitten, das fand ich sehr interessant, ist, wie stark der Motor ist. Der ist enorm durchzugstark und man hat das Gefühl, dass man ihn nicht in die Knie gezwungen bekommt. Ja? Man müsste jetzt mal wirklich auch mal hart damit schrubben, um zu gucken oder große Dinge damit trennen, ob die Drehzahl wirklich hardcore immer hält, aber ich habe das Gefühl, dass es eine extrem kraftvolle Maschine ist. Übrigens, was ich auch gemerkt habe, ist, dass der Griffumfang sehr angenehm ist. Es ist wirklich ein schöner, kleiner, kompakter Griff, den man gut umgreifen kann. Ihr kennt das doch, weil teilweise haben die ja so einen großen Griff, dass man das Gefühl hat, das rutscht einem gleich aus der Hand. Was aber noch viel interessanter war, für mich zumindest, war, wie gut diese beiden hier funktioniert haben. Das heißt einerseits hier der GDE 125 und zwar der EAT mit dieser Funktion, um das Ganze drauf zu klicken. Der hat wirklich gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Man hat gesehen, dass kaum Staub rausgekommen ist. Was ich hier aber gemerkt habe, ist, mir fehlen hier die Rollen. Also man kommt hier zwar auch vorwärts, man kann ihn langsam vorwärts schieben und man hat dementsprechend auch eine ganz gute Führung. Aber bei dem hier hatte ich noch viel mehr Spaß, weil durch die Laufrollen, ja, wird es perfekt vorwärts geschoben. Ich konnte 100% meine Linie halten und hier ist überhaupt kein Staub rausgekommen. Wenn ich sagen würde, hier ist 90 bis 95% in der Absaugung gelandet, würde ich hier sagen, hier waren es 99,x%. Also das hier finde ich sehr, sehr erstaunlich. Und ihr seht es übrigens auch hier an dem Schnittergebnis. Ja? Hier einmal angesetzt, einfach so hier durchgezogen, einen wunderbar schönen, geraden Schnitt hinbekommen. Hier mit der anderen Absaugung ist es so, dass ich hier eingetaucht bin, ist auch gerade geworden, aber ich musste hier wesentlich mehr arbeiten, darauf achten, dass es schön gerade wird. Ja? Insofern, das ist der Unterschied zwischen den beiden. Übrigens, was ich vorhin nicht gezeigt habe, ein kleiner Hinweis. Ich habe gezeigt, dass man die Maschine reintut, reinklickt und so weiter und so fort. Wenn du das getan hast, ist ja noch kein Blatt auf der Maschine. Ja? Dann drückst du den Knopf, ziehst es raus, dann hast du hier ja die Maschine unten drin, dann kannst du hier das Blatt aufsetzen. Alles kein Problem, easy. Ja? Noch einfacher natürlich mit GWX, also mit dem Thema X-Lock-Scheiben. Übrigens, falls ihr euch fragt, welche Scheibe ich genommen habe, ja, ich habe hier eine Bosch Expert-Scheibe genommen für Multimaterial. Ja, damit kann man Fliesen, aber auch diverse andere Materialien mit trennen. Falls du dich für diese Scheiben interessierst, auch dafür verlinke ich dir mal ein Video hier oben. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, mehr mit dem Thema Absaugung zu arbeiten, denn für den Preis hier, 60, 70 Euro vielleicht, ist es so, dass du wirklich, wirklich viel mehr Spaß hast beim Trennen und viel, viel, viel weniger Staubentwicklung hast. Und das macht schon einiges aus. Einfach einen Sauger ran und du hast wirklich nicht mehr diesen ganzen Dreck überall. Und vor allem, du hast den Dreck nicht in der Lunge und den ganzen Staub nicht in der Lunge. Das ist ja auch schon ein Riesenvorteil. Wenn du noch Fragen hast zu den Geräten, also zum Winkelschleifen oder zu der Absaugung, schaut mal unten in die Kommentare. Und jetzt ran an den Winkelschleifer und bis zum nächsten Mal.